Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Letztens haben wir den Dean Domino da hinten irgendwo abgestellt. Glaube ich. Jetzt sind wir mal mit Christine dran. Christine schaut mit zugekniffenen Augen den Brunnen an. Dann schaut sie zum Rand des Hofes und schätzt die Entfernung ab. Glauben Sie, er benutzt den Pip-Boy, um eine Verbindung mit dem Projektor herzustellen? Sie nickt und hebt die Hände miteinander zugewendeten Handflächen. Dann dreht sie sich 180 Grad und wieder zurück. Ich schätze, dann ist er bereits ganz nah. Irgendwelche Ideen wo? Schaut sich um, orientiert sich nach oben, sie blickt in Richtung des Casinos und runzelt die Stirn. Dann schaut sie nach Westen. Deutet auf ihren Pip-Boy. Zeig ihr den Pip-Boy. Christine betrachtet den Pip-Boy, dann dreht sie ihren Arm um, als ob sie ihr Handgelenk ein Sensormodul wäre, das sie gerade gefunden hat. Schaut sie das Gehäuse an. Sie will sicher gehen, dass er intakt ist. Warte. Finger fließt über die roten Knöpfe und zoomt in die Karte. Sie scrollt zum Haupttor, runzelt die Stirn und scrollt wieder raus. Ruft die Karte Schaltstation, zoomt rein. Gesichtsausspruch in 20 etwa, als sie Marker sieht. Dann Westen und neigt den Kopf. Sie wollen unbedingt losgehen. Hält inne und zeigt dann auf beide Halsbänder. Sie umkreist ihre Kehle mit einer Hand und lässt sie langsam sinken. Die Narben im Gesicht stammen nicht vom Autodock, die Narbe am Hals allerdings schon. Sie nickt langsam, dann legt sie eine Hand auf die Kehle und drückt langsam zu. Sie zeigt auf mich. Ich kann ja nur ihre Stimme nicht wiederherstellen, dazu bräuchten wir einen echten Autodock. Nein, will sie aber nicht, sie hat jetzt Angst vor den Teilen wahrscheinlich. Wieso haben sie sich kahl rasiert? Christine schaut sie leer an, berührt ihren Kopf und lächelt und dann den Kopf schüttelnd. So haben sie sich selbst von ihren Haaren getrennt. Sie winkt und schüttelt den Kopf, dann nickt sie Richtung Casinos. Okay. Weitere Fragen. Intelligenz. Können Sie sich irgendwie anders verständigen? Können Sie schreiben? Christine runzelt die Stirn, hält inne und fährt mit dem Finger über eine der Narben in ihrem Kopf. Anschließend scheint sie anzudeuten, dass sie einen Stift in die Hand nimmt, etwas zu schreiben versucht, doch dann schüttelt sie den Kopf. Hatte das mit dem Eingriff zu tun? Sie hält inne und zeichnet dann das gezeigte Symbol für Elektrizität auf. Sie behält diesen Gesichtsausdruck kurz bei, blinzelt dann und schaut sich um. Okay. Das ist eine spezielle Form der Gehirnchirurgie mittels Elektroden, vor Krieg. Sie nickt langsam, tut so, als ob sie sie antippen würde, zeichnet X und Striche in die Luft und zeigt mit den Daumen nach oben. Sie können immer noch Berechnungen durchführen. Yep. Hab noch andere Fragen. Welchen Waffen können Sie umgehen? Gezackten Blitz. Okay. Granate, Messer hinter den Rücken. Also mit fast allen. Energiewaffen, Sprengstoffe, Nahkampfwaffen los und Schusswaffen. Ist das alles? Okay, ich finde, wir sollten zusammen reisen. Und ich finde, ich sollte dir eine Waffe geben. Soll ich dir eine... Nee, ich will dir eine... Eine starke Polizeipistole. Die 3, davon kriegst du auch ein bisschen. Bitte. Wir gehen jetzt zum Presta del Sol. Wir waren schon mal da. Und ich habe vergessen, den Timer anzustellen. Einen Moment bitte. So, da sind wir wieder. Ja, wir waren schon mal an der Schaltstation. Okay. Und haben auch schon diese halt gefunden, indirekt. Aber jetzt müssen wir da erst hin, somit... Naja, sagen wir es so, wir haben ja hier schon... Wir haben ja jetzt schon hier... Wie heißt es? Ein bisschen was gesäubert. Wie
Hier ist ja zum Beispiel das Hologramm. Hier können wir hoffentlich einfach dran vorbeigehen ohne Probleme. Da hoch will er mich schicken. Schallstation, da haben wir sie. Zu einfach geht das. Wir schauen uns ein bisschen um. Achso, hier gibt es einen Schaltkreis provisorisch zusammenflicken. Der Strom ist wieder da, das ist schön. Ennis Terminal. An Direktor Simmons oder Simmons, keine Ahnung. Simmons. Das Lüftungssystem ist schon wieder verreckt. Ich muss die Stromverteilung manuell ausgleichen, bevor der neue Generator ans Netz geht. Es kocht in dem winzigen, vollgestopften Raum da unten und Sie wissen, dass ich Hitze nicht aushalte. Deswegen möchte ich die Arbeiten fernsteuern. Wie lautet noch gleich das Kennwort für die Backup-Maschine? Okay. Terminal. Statusbericht. Die Lüftung ist völlig kaputt, was im Sommer zu einem Problem werden wird. Die Rohre verstopften und aus den Öffnungen kam diese rote Staubwolke, wie Rost. Es brachte die Jungs dazu, zu husten und sich zu übergeben. Es war in etwa so, wie wenn ein Raum gegen Kakerlaken behandelt werden würde. Nur, dass das Insektenspray uns traf. Brachte die Jungs in die Klinik und stellte sie von der Arbeit frei. Mr. Yesterday meinte, er könne sie nicht offiziell bezahlen, aber er würde mal sehen, ob sich da was unter der Hand machen ließe. Klang so, als würde er ihnen ein paar Medikamente beschaffen und ein paar Scheinchen, damit sie nicht reden. Gaslack. Will ich gar nicht lesen. Also wer das lesen wollen würde, der hätte es jetzt machen können. Wir speichern mal. Danke für die schönen Hinweise, wer auch immer das da hingeschrieben hat. Treasures all mine. Wirklich? Wie ich nicht treffe. Und ich brauche mal ein... Wie heißt es? Medikit. Da hinten ist was Rotes. Das ist uncool. Verdammt, wir kommen hier nicht weg, oder? Doch. Stell hier raus. Oh, das war knapp. Stimpack wäre immer noch gut. Kreischendes Geräusch. Was für ein kreischendes Geräusch. Ich habe nichts gehört. Oh, da ist ein Feind. Terminal. Betreff im Notfall. Im Notfall müssen alle Nebensysteme sofort abgeschaltet werden, damit die automatischen Systeme die Auslastung ausgleichen kann. Falls die automatischen Systeme versagen, wird Ihr Vorarbeiter einen von ihnen in den Raum zur manuellen Überbrückung neben dem Hauptträger schicken. Zweite Schichten.
Die Jungs, die das Gas abbekommen haben, liegen immer noch flach. Alle müssen deswegen mehr arbeiten und das Gemurmel geht los. Mr. Yesterday schleust vor Sinclairs Augen weiterhin Alkohol und Medikamente hierher, aber es hilft nichts. Wir brauchen diese Jungs wieder. Wenn es noch so ein Chemieleck wie dieses hier gibt, war es das mit den Bauarbeiten für den Rest des Jahres. Anzüge sind eingetroffen. Die neuen Chemieschutzanzüge sind heute gekommen, als konnten wir in die Lüftungskammern steigen und sehen. Wie sich diese Wolkengemisch bildete. Die Anzüge sehen gruselig aus. Es ist kaum möglich, sich darin zu unterhalten. Deshalb müssten wir Zeichensprache verwenden, um uns zu verständigen. Wenigstens können wir jetzt die Rohre und Lüftungskammern untersuchen. Das Gas beunruhigt mich aber. Hat die Jungs wirklich übel zugerichtet? Wenn diese Kammern wieder verstopfen, wird es schlimm, wenn das Gas austritt und die Villa auslöscht. Ja, wir sind immer ein bisschen vorsichtig. Und wollen immer mal speichern zwischendurch. Da liegt doch was Schönes. Annie spinnt. Sehr schwer verschlossen. Den kriegen wir auf. Komm. Fernwartungsterminal. Giftproben. Belüftungssystem aktivieren. Ich höre ein lautes Geräusch. Es klingt, als ob das Belüftungsgedöns hochfährt. Ich fange an, nicht mehr alles durchzulesen. Oder voll durch vorzulesen. Junge, bin ich froh, aus diesem verdammten Anzug raus zu sein. Hab heute beinahe ein paar Männer verloren, nur damit die Eierköpfe ein paar Proben bekommen, die sie untersuchen können. Wie oft muss ich ihnen sagen, ihnen noch sagen? Das Kennwort für das Wartungsterminal ist bla bla bla. Oh. Okay, wir wissen nicht. Ja, doch, wir wissen, wo die Teile sind. Da hinten können wir aber auch nicht lange hin. Generell können wir nicht lange in diesen Bereich rein. Okay, wo können wir denn halbwegs sicher schon rein? Hier unten sind wir halbwegs sicher. Ja, wir können uns nur hier unten halbwegs sicher bewegen. Das ist uncool. Weil hier gibt es nichts. Naja, ein bisschen was gibt es, aber nichts wirklich. Ich weiß nicht, wo ich hin sollte. Der sagt da lang. Okay, dann werden wir hier speichern. Versuchen durchzurennen. In der Hoffnung, dass das hier funktioniert. Covers. Shrugs. Shrine. Okay. Dass wir hiervon alles ausmachen können. Abschalten. Gut. Oh oh. Oh oh. Natürlich jagt es mich hoch. Was sollte es sonst machen? Schnell laden. Und nochmal rennen. Und schnell das entschärfen. Dippst. Dippt. Okay. Abschalten. Statusbericht, was sagt der? Nichts. Gut. Danke. Dienstbuch der Elektronik. Das ist schön. So. Haben wir das auch? Jetzt können wir nur hoffen, dass... Nee, ich bezweifle, dass drüben die ausgeschaltet sind.
Ja, dann werden wir hier nochmal speichern und rüberrennen. Komm, da kommen wir rein. Lass mich schnell hier ans Terminal. Okay, haben wir. Abschalten. Hat nicht lange gedauert, das Problem zu finden. Als wir am Hauptrohr entlang vordrangen, stießen wir auf Spuren des Gases. Zum Glück nicht wieder das ganze rote Zeug wie letztes Mal. Das Übel war, dass das Zeug trotz der Versiegelung in die Anzüge kam. Es stellte sich heraus, dass das Gas das Metall der Verschlüsse zersetzt hatte. Deshalb wurde nicht nur einer der Jungs dem Gift ausgesetzt, sondern alle, die darunter gingen, wurden in ihren Anzügen eingeschlossen. So, liebe Kinder, sind die Geister entstanden. Ist das für ein Terminal? Achso, eigentlich wäre ich hier... Ah, okay. Aber, wo wir jetzt hier in Sicherheit stehen, mache ich Schluss für diese Folge und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Fallout New Vegas. Also, bis dann!